Ja, Leute, herzlich willkommen. Ja, wo sind wir denn hier? Genau. Ich muss noch mal was ausprobieren. Also. Vielleicht braucht man ja gar nicht beide Seiten, sondern vielleicht kann man direkt sagen, hier, das Scheißding brauchen wir eh nicht. Das Scheißding brauchen wir eh nicht. Und das alles brauchen wir eh nicht. So, ich möchte nämlich mal was ausprobieren. Ich habe nämlich mal geguckt, wie wir die Garage gebaut haben. Und vielleicht reicht es ja, wenn man sagt, ich mache das mal, damit man das hier ein bisschen besser sehen kann, was hier schwingend ist und was nicht. Mache ich das mal so. Vielleicht reicht es ja, wenn wir das so machen, dass wir hier und dann hier quasi so die Gondel dran und hier dann, ja, ab hier geht dann die Gondel los. So, bla bla, langweilig. Nur so ein Kasten hier einfach mal. So, das ist jetzt unsere Gondel. Guck mal, das sieht aus wie so ein Gewicht für so eine Waage, ne? So, das ist die Gondel. Und dann machen wir wieder so. Und dann kommt der hier hoch. Hoppla. Ja, natürlich geht das, wenn man das alles frei extra aus einem Stück baut. Es ist zwar leider sehr, sehr aufwendig, aber solange wir damit zum Ziel kommen, ist ja alles gut. Was mich jetzt interessiert, ist der jetzt auf dem Boden fest? Ja, das ist nämlich wieder so ein Scheiß, ne? Dass der dann nicht auf dem Boden fest ist, weil irgendwo ist es dann immer locker. Das ist so doof. Das ist so doof. Man könnte jetzt höchstens sagen, ich baue hier mal eben so einen Controller hin. Ha. Reicht noch nicht, ne? Mach den mal extra ein bisschen schief. Oh. Müssen wir da erst einen Knopf noch dazu tun? Geht das nicht auch ohne? Einen Moment. So, da haben wir einen. Hä? Wo ist denn das fest? Haben wir hier noch einen? Das checke ich jetzt gar nicht. Ja, aber wenn man den hier schon nicht auf dem Boden wieder festmachen kann, dann ist das Ganze schon wieder doof. Man könnte das natürlich nur so machen, ne? Ein Riesenrad und dann nur auf der einen Seite. Ja. Geht auch. Ach, haben wir die Scheiße hier komplett dran gebaut. Naja gut, ist ja im Prinzip auch egal. Das könnte man natürlich auch machen, ne? Nur auf einer Seite. Aber ich finde es halt cool, wenn auf beiden Seiten das ist. Ich meine, man könnte da so ein Fake, das noch auf der anderen Seite noch rummachen und dann so eine Fake-Stütze, die man sonst wie irgendwie noch so verankert, dass da nichts passiert, die dann still, die dann, ja, was weiß ich. Ja, ich weiß auch nicht. Einfach so der Optik halber, wisst ihr? Machen wir das so. Machen wir das so. Wir verarschen die Leute. Wir verarschen. Ich verarsche euch und alle Zuschauer. So, was wir aber vorher machen, weil ich war da so Feuer und Flamme. Oder wir haben da so viel schon gemacht. Und ich finde es schade, wenn wir das jetzt erstmal wegmachen. Moment.
So, warten wir mal eben ganz kurz. So, also ich gehe mal eben zu unserer Kartbahn rüber, denn ich habe eigene sehr coole Anleitung gefunden und würde sehr gerne. Was ist hier jetzt eben passiert? Ah, dieses Teil hier, ey. So. Ach, Scheiße. Ich weiß, ich könnte jetzt den Motor erstmal wegbauen, aber ich find's lustig, wenn das hier jetzt durch die Gegend fährt. Ach komm. So. So, dann gucken wir mal eben ganz kurz. Ich muss mal eben kurz das Video aufrufen. Ich baue das jetzt nämlich eins zu eins nach einem Video nach. Deswegen, ja, das wird jetzt ein bisschen complicated. So, hier baue ich mal eben ganz kurz sowas. So, einfach so als Zack, Basis. So, das wird jetzt mit Verzögerung natürlich, ne? So, weil ich starte jetzt das Video. Das dauert 5 Minuten und dann werde ich jetzt Anleitung für Anleitung. Ich werde natürlich auch hier den Namen nennen. Der nennt sich OJJVZ. Und das Video nennt sich Scrap Mechanic Go-Kart Bumper Car World Download Included. Und das gefällt mir einmal optisch und technisch. Richtig gut. Und ich dachte mir, das brauche ich. Und ja. So. Jetzt muss ich mal eben kurz gucken. Ich muss dann natürlich dann immer. So. Das. Ich muss mal eben kurz gucken. Jetzt muss ich mal wieder kurz zurückspulen. Das ist ein bisschen kompliziert. So, hier kann man es gut sehen dann. Also. Fangen quasi an. Ich hoffe, das ist. Genau, richtig von den Blöcken her. Das kann man jetzt nämlich schwer erkennen. 1, 2, 3, 4, 6 brauchen wir. 6 breit. 1, 2, 3, 4, 5. So. 6 breit. Und ja, der hat das hier auch aus Eisen. So, jetzt glaube ich 3. So. Also 4 und dann glaube ich. 3 und dann hinten 2. So, das dürfte 1, dürfte 4 mal 6 sein. Also 1, 2, 3 noch dazu. Und hier dann auch wieder so, bisschen verjüngen und so. Und ich weiß nicht genau, wie viele, aber so könnte hinkommen. Vielleicht einen weniger. Es könnte hinkommen. Wenn ich das irgendwie herausfinde, dann gucke ich mal. So, also das hier sind 3 auf jeden Fall. 1, 2, 3. Das passt. Weil der ist hier gerade so ein bisschen mit der Maus dazwischen. Ihr müsst da ein bisschen geduldig sein. Nehmt euch was zu trinken, legt die Füße hoch, macht irgendwas nebenbei. Also ich müsste halt hier mal aufpassen, dass ich das hier exakt, das dürften 4 sein. Hier vorne die Spitze 1, 2, 3, 4. Ich glaube, so ist besser. So. So, dann kommen hier hinten, hier und hier Dinger. So, dann werde ich es eben auch. Nochmal neu hochnehmen. Gut. Das ist doof mit dieser Plattform hier. Also eigentlich können wir es. Sonst haben wir da immer eine Stufe und ja. So, jetzt kommt der Sitz und Motor. Kleine Reifen.
Okay, ich mache das, baue das mal direkt nach, was das Inventar ist. Also ich ziehe das hier mal raus. So, Sitz. Dann haben wir es genau gleich. Natürlich einen Gasmotor, also Benziner. Der Reifen. Sowas hier. So, Achtung. Das abgerundet. So, Moment. Jetzt dieses Ding hier. Ein Rohr. 90 Grad. So, jetzt hätte ich auch eben verschieben können, aber ist auch okay, auch egal. So. So, dann kommen hinten Reifen dran. Da hätte ich jetzt schon wieder Angst, ob das hier passt, ob da Luft zwischen ist, aber es wird wohl Luft dazwischen sein. So, und jetzt kommt dann noch, müssen wir hier noch sowas hier. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wo ist das Teil? Der hier, ne? Glaube ich. So. So, der Motor kommt vorne rauf. So. Und dazwischen kommt dann sowas hier. Das ist quasi, ja, so Reling, also Rundumschutz, kann man denn sagen. Ich guck mal gerade, wie viel er dahin macht. Hier kommt jetzt auf jeden Fall erstmal dann der Sitz noch hinter. So. So, und hinten, ja, zwischendurch muss ich halt immer rauf gucken. Und hinten kommt dann 1, 2, 3. Und jetzt bin ich mir auch schon sicher, dass das mit den Maßen stimmt. So. Geht gleich weiter. Der ist hier gerade wild am Hin- und Herlaufen. Seitlich noch. Okay, machen wir auch. Also hier vorne noch. Zack und zack. So, und jetzt Verblendung quasi. Hier und hier. Ja, sieht schon richtig gut aus, ne? Wegen so ein paar, das habe ich immer so, die Winkel und die Rundung und sowas, das habe ich immer total nicht berücksichtigt. An mir ist kein Künstler verloren gegangen, ne? So, dann haben wir seitlich hier die Dinger. So. So, und hier kommen dann diese Dinger hin. Diese Winkel. Und sowas macht so ein Fahrzeug natürlich schon wesentlich cooler, ne? Muss man echt sagen. So, realistisch halt, ne, irgendwie. So, das macht er jetzt auch gerade mal. Jetzt muss ich mal eben kurz abwarten, was die nächsten Schritte sind. Sind aber auch schon fast halb durch beim Video. So, was macht er jetzt? Okay, interessant. Jetzt verdeckt er den hier. So. Und er hat hier den so. Und das hat er noch nicht gemacht, das wird er aber gleich machen. Den so.
So, jetzt guckt er gerade wieder nach. So, und an diesen Dingern hier, da hatten wir nämlich unser Problem, unsere Problemchen. Hier kommen jetzt für die Lenkung. Zack. Das ist auch cool. Und dann kommt sowas quasi als Aufhängung. Na, es ist natürlich wesentlich cooler als so ein Block, ne? So, und dann hier natürlich dann Reifen und Reifen. So, jetzt muss ich mal kurz wieder warten. Aber es sieht schon richtig toll aus. So, hier kommen jetzt auch noch, dass man das quasi so und so. So, und ich glaube, das war's schon fast, ne? Ich gucke hier eben noch mal ganz kurz zu Ende. Jetzt verbindet er hier die Lenkung. Vorne lenken. Ja, er geht sogar auf Stufe 5, glaube ich, sogar beim Engine. Jetzt verbindet er das alles und ich glaube, das war es dann schon, ja. So, das können wir auch ohne das anzugucken. So, gucken wir mal. Nein. Wer ist jetzt falsch? Oh, jetzt habe ich nicht. Okay, der hier ist falsch. Zack. Das sieht schon aus wie so eine richtige Aufhängung. Ist schon ziemlich cool. So. Oh, Mist. Ach toll, jetzt habe ich den hier natürlich weg. So. Ist das jetzt wieder richtig? So. So, und ich mache mal vorsichtig hier so. Ach, Mist. Moment. Nach vorne. Nach vorne. So. So, und die Strecke muss, also viel kleiner kann man die Karts nicht machen. Und, boah. Also die Lenkung ist schon krass. Also die Strecke muss auf jeden Fall noch größer. Weil sonst wird das ja überhaupt gar nichts hier. Da habe ich mich auch völlig verschätzt. Aber das macht ja nichts. Die Strecke kann man immer noch breiter machen. Sie muss ja nicht länger werden. Wir machen sie einfach breiter. So, mit den Kanten kann man natürlich schlecht fahren. Aber die muss jetzt auch nicht riesig werden. Aber wenn wir jetzt mal auf einer nicht viel zu kleinen Strecke fahren, sondern so mal just for fun, dann sieht man, dass das hier schon lustig ist. Also zu schnell soll man natürlich nicht. Kann man ja auf so einer Strecke eigentlich auch nicht. Irgendwann fängt es an zu hüpfen. Aber das ist ja eher schon Höchstgeschwindigkeit, was wir hier jetzt haben. Vielleicht fahren die auch ein bisschen ruhiger, wenn wir hier auf Asphalt fahren. Ja, ein bisschen am Hüpfen ist der auch, aber es lässt sich dann schon besser fahren. Aber hier werden wir natürlich die Strecke dann noch ziemlich viel vergrößern müssen. Am besten noch zweimal, dreimal so breit, wie sie hier jetzt ist. Einfach von außen ranklatschen, gucken wir mal,
Das war ein schöner Unfall. So, und dann würde ich sagen, machen wir jetzt erst einmal wieder weiter. Ich würde ganz gerne das mit dem Riesenrad einmal probieren, weil ich noch im Riesenradmodus bin. Hier haben wir jetzt schon mal ein Problem weg, das Auto. Endlich mal auch etwas mit Blenden und so weiter. Das ist richtig schick. Gefällt mir ziemlich gut hier. Und wir machen dann nächste Folge aber erstmal hier weiter, denn ich bin noch nicht über das Riesenrad hinweggekommen. Also wir müssen da... Ja, ich muss das einfach machen. Ich muss das einfach machen. So, ich kann hier schon mal... Hier ist ja, glaube ich, ganz gut. So. So, das ist der Anfang. Ja, nächste Folge geht's weiter und dann gucken wir mal, ne, wie es wird. Macht's gut, bis dann. Ich hoffe, dass wir diesmal ein bisschen besser zurechtkommen und dann schummeln wir uns da ein Riesenrad zurecht. Bis dann.